Vielleicht sollte ich doch mal in Gesundheit investieren. Scheiße. Drauf geschissen. Ich nehme wieder Magiker. Ich bin der Magiker-König von Hohen Tauern. So, Zerstörung braucht man, glaube ich, nicht. Da braucht man, glaube ich, das nächste Mal. Was ist das nächste? 90, glaube ich. 90. Da. Nee, 75. Oho. Blitzschaden löst das Ziel auf. Bist du. Das hätte ich schon lang machen können. Ich trinke Vieh. Ist es Kälte? Lähmt das Ziel. Naja, wenn es niedrig ist. Nein, ich will auf einmal. Ich will Zerstörung Experte. Das ist natürlich ein Pflichtkauf für mich. Auch No-Brainer genannt. Hast du was? Habe ich ja gerade durchsucht. Brauche ich denn einen makellosen Smaragd oder was? Oder was war? Amethyst? Ein Mardesi. Der gute Mardesi dürstet bereits. An! Oh, schau dir die idiotische Killcam an. Die versaut einen alles. Daneben. Ah, diese Killcam ist buggy. Oh, jetzt wäre ich da bald reingetölpelt. Da ist das letzte Tagebuch. Gib mir deine Habseligkeiten. Imaginären. Staubin liegt im Staub. Reaktiviere nur und schon selbst automatische Verteidigung sagen. Wieso sollte ich das machen eigentlich? Nachdem wir in die Mine herabgestiegen waren und uns durch die Spinnen hindurchgekämpft hatten, kamen wir schließlich in das eigentliche Nunchanzel. Sie haben die Stadt in die Höhle gebaut, die sie umschließt. Fantastisch. Nunchanzel vibriert vor Leben, genau wie der Massagestab meiner Frau. Aber seine Wächter liegen schlafend. Hoffentlich erfahren wir mehr, wenn wir tiefer hinab gelangen. In diesem Bereich scheinen zwei der Familien der Stadt gelebt zu haben. Wir haben einige Zeit mit dem Studium dieses Baums außerhalb der Wohngebäude verbracht, können aber nicht herausfinden, was er bedeutet. Strom wird mit einem der Schüler zurückbleiben, um den Bereich eingehender zu untersuchen. Ich freue mich schon darauf, seine Notizen zu diesen Themen zu lesen. Uiuiui. Alle haben ins Gras gebissen. Heute haben wir die Waffenkammer der Stadt betreten. Die besten Zwergensachen haben die Falma dank der robusten Dwemer-Schlösser noch gar nicht gefunden. Er sagte, er könne in die Schatzkammern eindringen und würde Bescheid geben, wenn es ihm gelungen sei. Die Spinnen haben uns große Schwierigkeiten gemacht. Aber wer hätte damit rechnen können, dass nur sie allein Markart gesichert haben? Nach dem Verlassen der Waffenkammer errichteten wir ein Lager, aber die Falma haben uns beobachtet und sind unseres Eindringens schließlich überdrüssig geworden. Sie kamen, sahen und siegten, während wir schliefen, und töteten die verbliebenen Wachen. Ah, im Schlaf. Meridia, vergebe mir, dass ich meine Schüler als Ablenkung benutzt habe, um zu entkommen. Oh, das ist gemein. Kanonenfutter. Aber ich muss diesen Ort wieder zum Leben erwecken. Zu viele, konnte Schalter nicht drücken. Eieiei. Scheiße. Hat er jetzt irgendwas dabei? Ein kleines Geweih. Oje, seine Frau hat ihm schon die Hörner aufgesetzt. Ah, beschwören sollte ich öfter. Ich kann nicht mal die Falma wiederbeleben. Wie doof ist das denn? Oh! Brutzelt mich denn da voll? Bist du der Brutzler? Kleiner Scheißer.
noch eine. Oh, Scheiße. Gleich bin ich hin. Ha. Ja, ja. Die sind in der Überzahl. So, hier wäre der Feuerball vielleicht besser. So, gerade noch. Tschüss. Hui, die rauchen noch, schau. Normalerweise haben die immer Seelensteine dabei. Die habe ich noch gar nicht durchsucht. Hier liegt's drin. Ah, Gold. 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 Becher. Scheiße. So. Da kommt der Staub hin, liegt im Staub. Und Asche. Ebenerz hat der dabei. Hat der das Ebenerz? Oh. Ja, ja, auf Expert spiele ich, da ist das ein bisschen härter. Vor allem, wenn man als Magier spielt. Zu Beginn war es besonders hart. Jetzt geht es ja schon einigermaßen, aber immerhin. Makelloser Amethyst. Okay, das war nicht das, was der Madisi braucht, sonst hätte es jetzt aufgebimmelt. Bing! 2 von 3 gefunden. Eins habe ich nämlich schon, ich weiß es. Du Schleicher. Oh, das ist episch. Richtig episch. Silberbarsch. Silberbarsch steckt im Arsch. Das kann ich brauchen, dankeschön. Bogen eher nicht so. Das Tor. Die Truhe. Elfenbogen, Vulkanglasbogen. Brauche ich den? Nö. Orkischer Bogen des Frosts. Ha! Wäre vielleicht nicht schlecht. So, ich betätige mal diesen Schalter hier. Finde jemanden, der etwas über die Expedition weiß. Ja, wer könnte das sein? Vielleicht der Calcimero. Möglich, oder? Der weiß doch sonst immer alles. Sagt er zumindest. Ist auch noch eine Truhe für mich. Diadem der geringen Alchemie. Ist wirklich gering. Aber ein paar Hunis. Ein paar Hunis wert. Kann ich da runter hüpfen? Au! Gut, dann gehen wir wieder. Oh, Scheiße. Ist alles erwacht. Da ist ein Centurio. Gott, oh Graus. Zwerg-Centurio. Bisse. Bleib ja da unten. Lass mich in Frieden. Nein, der kommt hoch. Aber hin. Ah, sehr gut. Ich habe ihn gebrutzelt. Wo ist er denn hin? Oh Gott, er ist runtergefallen. Da wäre sicher ein schöner Dynamo-Kern drin gewesen für mich. Richtig da. Darauf oder darunter. Einfach nur darüber. Fragen über Fragen. Wie man darauf.
Vorgehalten. Ist das cool oder cool? Kreisel. Sind aber kindisch, diese Roboter spielen auch mit Kreiseln. Was ist denn das? Haben willst? Hier, friss das! Du Falmer. Sie falmern und sie stürzen. Kleine Heilung, na. Ist alles nix. Kleine Heilung, große Wirkung. Muss ich wieder da runter oder was? Oder wie? Da war ich doch schon. Verstehe das nicht. Verstehe nur Bahnhof. Da wird mir ja ganz schwindelig. Noch einer. Ein Schuss, ein Treffer. Machen wir auch auf. Natürlich machen wir da auf, auch wenn es am ersten Versuch nicht klappt. Es gibt noch weitere Versuche. Da lang. Ist er? Früher oder später kriege ich sie alle. Schuppenhelm der überragenden Zerstörung. Kann ich nicht mehr tragen. Doch, könnte ich schon tragen, aber ich scheiß drauf. Ich brauche keinen Helm. Hab meine Maske. Makellos. Winzig. Winzig weich. Aha, diesmal muss ich darauf. Aber wie komme ich darauf? Hier jedenfalls nicht. Gute Frage, wie komme ich da hoch? Bin ich von da gekommen? Nee. Bin ich ja gar nicht. Schwimm mal darüber. Nee, da gibt's auch nichts. Scheiße, verdammte. Ich bin hier falsch. Und ich will hier hoch. Darf ich bitte? Blub. Da schwimmt ein Falmer Schleicher. Oh. Wie komme ich denn jetzt da wieder hoch? So? So auch nicht, oder? Ja. Ha. Ja, ich glaube, ich muss da hoch. Oh, ruck. Ja, schon. Von da komme ich jedenfalls nicht. Da geht's nicht weiter. Ja, leck mich am Arsch, wie komme ich da rüber? Ich gehe ganz hoch und springe. Didi. Ich springe. Da? Ach so. Oh, scheiße, da kann ich wieder nicht. Kann ich da überhaupt runterspringen? Nee, da kann ich nicht springen. Verdammte Scheiße. Und da komme ich nicht mehr hoch. Was mache ich jetzt? Bin ich gelackmeiert? Hier. Geht's hier hin? Zur Ausgrabungsstätte. Nee, wenn er sagt, ich soll dahin, dann gehe ich auch dahin. Obwohl, man kennt das ja. Ja, los. Rauf mit dir. Ah, ruck, geht doch.
Schimmerpilze. Für die Liebsten. So, da hätte ich gleich hingemusst. Da ist ja der gute Krag, den es an den Kragen ging. Gehen wir halt da rein, wenn er unbedingt will. Bin gespannt, ob es jetzt auch wirklich nötig war oder ob das wieder nur so eine Eigenheit war von Questmarker. Die kann ich nicht durchsuchen, siehst du? Ich klicke wie ein Wahnsinniger, aber es tut sich nichts. Ich glaube, das wäre andersrum auch gegangen, aber gut. Ja, siehst du? Jetzt komme ich da raus. Was soll die Scheiße, Mensch? Willst du mich verarschen oder was? Ich glaube, der will mich verarschen. Gott, oh Gott, oh Gott. Wie, es zeigt jetzt wieder denselben an. Eh. Jetzt muss ich auf einmal darüber. Verdammte Hacke. Wo? Verdammte Scheiße. Ist hier hoch. Jetzt runter. Was ist denn da? Da ist auch nichts. Ah, ist da ein Tor? Tür. Taschendieb. Magiker. Sicher ausgezahlt. Ja, und wie, wo bitte muss ich jetzt genau hin? Soll das erraten? Ausgrabungsstätte. Ah, da war ich doch vorhin. Aber da wollte er nicht, dass ich hingehe. Und jetzt... verplant. Peil heute gar nichts. Und die. Das ist mein blindes Vertrauen in den Questmarker. Was habe ich davon? Selber in Schuld. War ich gerade vor 10 Sekunden. Puh, ja, hab dich nicht so. Immer wieder da. Das hätte ich wissen sollen, dass das Ausgrabungsstätte heißt. Hieß. Wo wir reingekommen sind. Kann ich das riechen? Ich höre Schritte. Sind das meine? Au! Ich habe mir den Fuß verschaucht am Skelett. Sag mal. Scheibtruhe. Ja. Genau. So, dann schauen wir mal, wer da Bescheid weiß über das ganze Thema. Hoffentlich der Karl Zelmo. Oder wie der hieß. Hieß er überhaupt Karl Zelmo? Bin mir nicht mehr sicher. Mein Vertrauen in meine Fähigkeiten sinkt mit jedem Video, das ich mache. Bin ich schon Stufe 31 und kann immer noch nichts.